bisschen Muni rein. Ja, super, die 5 Schuss kannst du ja auch in den Arsch schieben. Ich hasse diese 5er-Pakete, die sich manchmal einmogeln. Die Munition will ich natürlich trotzdem, aber das ist eine doofe Art und Weise. Da liegt einfach mal ein Fleischklumpen rum, okay, nehme ich. Wir haben hier eine Markierung und das lässt mich gerade so ein bisschen zögerlich sein. Das war die eine Markierung. Da sollten wir wahrscheinlich nicht rein. Das sind halt so echt krasse Designprobleme in Stalker. Wenn man da reinfällt, ist man verloren. Man ist verloren. Man kann halt fast überall hin durch die ganze Akrobatik in dem Spiel. Hallo. Oh, nett. Das nehme ich gern. Also Benzin ist wirklich immer gut. Nur weiß ich nicht, wieso. Ist das vielleicht ein Gaskanister? Nee, es ist einfach nur Benzin. Dann frage ich mich, wie das jetzt bitte hätte die Blutsauger aufhalten sollen. Das ist diese Stalker-Logik. Also diese Versteckinformation war nicht so praktisch. Allerdings haben wir jetzt wieder 10 Kanister. Vielleicht, damit die auch ein bisschen halten, sollte ich den Motor ausmachen, wenn ich nicht fahre. Ich hasse es. Ich möchte nochmal kurz hier einen kleinen Abstecher machen. Und zwar erinnern sich die meisten, hier sollte eigentlich ein riesiger Helikopter liegen. Dem ist nicht so. Allerdings wollte ich mit euch mal hier runter. Den Weg kennen auch noch viele. Das ist einfach nur ein Durchgang. Mit diesem Durchgang würden wir hier wieder rauskommen. Und hier waren halt vorher einfach nur Trümmer drin in dem ganzen Komplex. Also einfach mal nur die Änderung gerade gezeigt. Finde ich, ist eine sehr schöne Designwahl wieder. Also designmäßig sind die Jungs von Desert Wave echt super dabei. Ja, nehmen wir mit. Müssen wir mitnehmen. Irgendwann haben wir nämlich nichts mehr. Meine Karre. Meine Karre ist hier. Hallo El Caro, wir wollen los. Wir wollen nach dort hinten. Ich hoffe, wir kommen in die Ladezone rein. Nein, kommen wir nicht. Sag mir nicht, ich komme da nicht ohne Auto durch. Nur ohne Auto durch. Das wäre natürlich uncool. Allerdings gibt es da auch Mittel und Wege. Zur toten Stadt müsste ich da erst. Es wäre kein so großer Umweg. Rostock nach Janta. Okay, wir werden über den Süden fahren, einfach weil ich noch nicht ins Armeegebiet mit euch möchte. Welches ich übrigens als kleines Gebiet definieren würde. Nur damit wir nochmal darauf zu sprechen kommen. Ja, nein, vielleicht. Doch, wir kommen hier durch. Ja, das heißt, wir werden nochmal ein bisschen anderen Weg ein. Ich hasse euch, missgestalteten Hurensöhne! Holy shit, der hasst mich auch! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dreh dich wieder richtig rum, Auto, bitte. Oh ja. Oh ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich und deine gesamte Gasse. Es war ein merkwürdiges Engagement. Allerdings habe ich, was ich wollte und er hoffentlich auch. Ich meine, es würde mich nicht wundern, wenn die mit Absicht in mein Gewehr laufen. Ich meine, wenn ich so hässlich und missgestaltet wäre und absolut keine sinnvolle, kein sinnvoller Grund für deren Existenz vorhanden ist, dann würde ich mich auch töten wollen. Also, wenn ich ein Schnorken wäre, wäre das echt ein wohltuender Gefallen an die Menschheit. Wisst ihr? Verdammte Schnorken. So, wir machen mal die Lampe mit an und unser Sprit ist fast leer, weil ich eben mal wieder El Verschwenderino gespielt habe. So, wir wollen einmal da lang, bitte. Danke. Ich hasse es, wenn das Auto ausgeht. Wenn man halt diesen Null-Momentum erreicht hat, wenn man irgendwo gegenkracht, ich demonstriere es. Wow, fuck it, man. Ich bin hier raus. Oh, shit. Ja, das war heftig. So, ich habe inzwischen einen Medkit-Hotkey gelegt.
Hallo? Bist du noch da? Erstmal reparieren den Shit hier. Aua! Wo ist denn der? Auf damit! Chris Nate! Ich glaube, das hat ihn zumindest getroffen. Na, was geht ab? Ja, zwei Rookies, die meinen, sie wären lustig. Naja, sie haben mich wirklich erschreckt. Das war das Letzte, womit ich gerechnet habe. Ich war halt gerade dabei zu demonstrieren, wie das Auto ausgehen kann. Da, das ist es wieder. Und dann kommt der mit vorgehaltener Waffe um die Ecke. Das ist halt so ein Moment, wo in den echten Szenarien jetzt einfach Ende gewesen wäre. Er kommt um die Ecke und ich hätte keine Chance, mich zu bewegen. Außer man reagiert vielleicht verdammt schnell und zieht eine Pistole oder so. Da gab es übrigens auch Mods für. Es gibt auch für Stalker Lost Alpha ist ja eine Mod. Jetzt gibt es für diese Mod hier allerdings auch wieder Mods. Und darunter fallen auch Mods, die zum Beispiel einem das Pistole ziehen im Auto ermöglichen. Kein Sprit mehr. Auch nicht schlecht. Nein, aber ich finde dieses Pistole ziehen im Auto ist verdammt praktisch. Es ist nicht zu krass OP, außer ich könnte jetzt den Revolver ziehen. Der ist schon krass. Ne, der ist gar nicht so krass stark. Das ist Unsinn. Der ist eigentlich ein kleiner Lulatsch. Auf jeden Fall sieht der aus wie ein großer Badass Motherfucker, aber er fühlt sich an wie ein kleiner Lulatsch. Und das ist das Problem, was ich mit dem Revolver habe. Wir haben jetzt keine Probleme mehr. Wir haben jetzt wieder Benzin. Mach die scheiß Tür zu. So, ab dafür. Ich frage mich, ob Licht auch... Ne, Licht kann kein Benzin ziehen, denn... Gerade hatte ich kein Benzin mehr und hatte das Licht noch an. So, wir wollen weiter. Raus nach Construction Site? Ja, ich glaube schon. Es müsste Construction Site sein, ich bin mir aber nicht so sicher. Auf jeden Fall, jetzt in Construction Site werden wir ganz, ganz kurz bleiben, denn wir müssen meines Wissens noch einfach nur kurz hier rechts fahren. Lieber vorher mal gucken, ob man da überhaupt durch kann. Jupp. So, das waren die Wildschweinos. Gut, ab nach Yanta, würde ich sagen. Ein wunderbares Gebiet. Jupp, bitte. Ich liebe Yanta. Also der Yanta-See ist wirklich so unglaublich gut geworden. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie fucking nice der Yanta-See inzwischen aussieht. Es sieht halt wirklich aus wie ein ehemaliger See. Das klingt jetzt nicht so beeindruckend, ich weiß, aber es ist halt designmäßig echt schön. So, ich denke, wir werden mal auf den Straßen bleiben, solange es geht. Ja, unser Ziel ist es mal bei den Ökos, bei Sakharov, passt, vorbeizuschauen. Das heißt, ich werde möglichst lange auf den Straßen bleiben, einfach nur, weil man von hier aus schön viel sehen kann. Ja, und dann machen wir uns Offroad auf dem Weg zu ihm. Da bin ich fast wieder durch eine Anomalie gestorben. Ich erinnere mich. Dieses Dorf ist böse. Nein, wir sind nicht böse. Ich liebe dich doch. Nein, lass mich nicht los. Dieses Szenario sieht so gut aus. Wie wirklich jemand, der auf der Motorhaube liegt und verzweifelt darum kämpft, nicht abzufallen. Oh mein Gott. Also, dieses Auto ist das Beste, was Stalker passiert ist. Es nimmt ein bisschen Atmosphäre raus, aber es bringt einen ganz eigenen Charme wieder rein. Und das ist das Schöne daran. So, ja, Yanta See. Jetzt kommt's zum Sightseeing. Das hier ist halt der Yanta-See. Und das ist eine Forschungsstation, die in der Mitte stand, die man auch noch gut erkennen kann. Da ist derzeit, glaube ich, ich werde es nicht sagen. Ich werde euch nicht sagen, was da derzeit ist. Wir werden es noch früh genug sehen. Wir wollen aber erstmal zum Wissenschaftlerbunker.
Ein bisschen doof im Design mit den Windmühlen, finde ich. Die müssten viel, viel höher stehen, damit sie vernünftig funktionieren, meines Wissens nach. Aber sehr schön designt insgesamt. This area is off limits. If you want to get in, you need to convince me first. Ja, das ist gesperrter Bereich. Wenn wir durch wollen, müssen wir ihn vorher überzeugen. Das könnten wir hiermit wahrscheinlich. Wollen wir aber nicht. Ja, weswegen bist du hier, Stalker? Ich wurde entsandt, den Wissenschaftlern zu helfen. Sie haben sich gesendet, ja? Sie haben dich gesendet, ja? Du siehst nicht wirklich wie ein trainierter Professioneller aus. Naja, okay. Du darfst passieren. Aber pass auf, wo du hintrittst, Stalker. Ja, danke für den Tipp. Ja, Militär ist nicht immer böse. Brauche ich nicht erwähnen, ich sag nur Straßenkontrollen. Also, gibt doch gute Momente. Ja, er hat gemerkt, ich darf hier rein und ist dann auch auf einmal auch locker. Ist aber gut zu wissen, dass der Soldat gerade einen Wodka hatte. Ja, das hier sind die Baracken, wo die Wissenschaftler drin schlafen, wirklich. Also, sehr geil gemacht, das Ganze, finde ich. Hallo. Ja, Borka Simonov, aber mit dem wollen wir jetzt nicht reden. Professor Kruglov, den kennen wir doch. Hm, ich habe dein Gesicht hier noch nicht gesehen. Bitte melde dich bei Professor Sakharov im Bunker. Und sag ihm, was du hier möchtest. Ja, werde ich machen. Werd's tun, will do. So, wollen wir mal in den Bunker, welcher auch nicht der schönste Bunker ist. Es gibt noch, ich sag euch, wir werden noch auf einen Bunker treffen, der ist so genial. Auf jeden Fall, öffnen. Wo sind wir hier wieder gelandet? Ja, Sakharov ist einer meiner Lieblingscharaktere. Einfach nur, weil er Hallo, Hallo sagt. So, ein kurzer Schnitt. Hallo, Hallo. Ich hab's leider nicht gehört. Er hat's, glaube ich, nicht gesagt. Ja. Sidorovich hat mich gesendet. Er sagte, du musst ein bisschen Arbeit erledigt haben. Ah, ja. Ich habe dich erwartet, Gezeichneter. Dieses Anliegen ist von sehr sensibler Natur. Etwas, das ich low profile halten will, so unauffällig wie möglich halten will. Ich habe einen Dealer mit den Söldnern gemacht, so dass sie ein bestimmtes Päckchen für mich an sich bringen sollen. Ich möchte, dass du für mich zu ihrer Basis in Dead City gehst und dieses Päckchen auftreibst. Du musst es nur aufsammeln und zurückbringen. In einem Stück. Sie haben bereits ihre Zahlung erhalten. Ja, das klingt schon mal so, als würden sie es trotzdem behalten. Falls ich fragen darf, was ist das für eine Art Paket? Ich bin nicht in der Stimmung, mit irgendwelchen gehirnsaugenden Parasiten oder so zu handeln. Kein Grund zur Sorge. Es ist nicht lebendig oder organisch. Es ist nicht lebendig oder organisch. Es ist Wissenschafts- bzw. Forschungsmaterial, das aus einem alten Labor im Norden kommt. Er kann nichts anderes dazu sagen. Wir sollen es ihm bringen und wir kriegen die Belohnung. Okay, ich bringe dir das Päckchen. Allerdings können wir mit ihm handeln. Und zwar können wir das hier kaufen. Einen Artefakt. Schmelzer? Merger? Ja, ich würde es mal Verschmelzer nennen. Und den wollen wir auch kaufen, allerdings erst später. Dieses Ding ist awesome. Munition hätte ich von ihm ein bisschen mehr erwartet. Kriegen wir anscheinend nicht, schade. Ja, wir haben gehört, es gibt hier ein paar Artefaktexperimente. Ja, ich arbeite an einem Prozess namens Transmutation. Um Artefakte zu verschmelzen, brauchst du bestimmte Handheld-Scanner, frei von irgendwelcher Strahlung. Der Scanner wird dir erlauben, die Artefakte zu verschmelzen. Basically, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen sagen würde. Einfach gesagt, dass
Gret wird die Komponenten, die du hineinwirfst, mixen und eine neue chemische Prozedur erschaffen. Oder ein neues Produkt. Und diese chemische Substanz wird dann unter bestimmten Schalltönen und Sequenzen ausgesetzt. Und zum Schluss werden ultraviolette Strahlen die Oberfläche der Substanz abgehen. Oh, Moment, worüber rede ich da? Es wird alles okay sein. Willst du eins meiner Rezepte für das Gret kaufen? Ja, wir können jetzt Rezepte für diesen Artefakt-Merger kaufen. Ja, ich wäre schon glücklich, wenn sie mir nicht meine Hände in die Luft springt. Gut, wir können Rezepte kaufen für Artefakte, die wir dann selber machen können. Ich glaube, was uns interessiert, ist unter anderem Elektra. Das kaufen wir direkt. Damit können wir jetzt noch nichts anfangen. Ich glaube, wir können die Information einsehen. Ja, Elektra. So, dafür brauchen wir einen Flech, also einen Blitz, zwei Funkensprüher und drei Hundeschwänze. Und das können wir dann innerhalb von einer Stunde fusionieren lassen. Und damit haben wir dann, glaube ich, ein Artefakt, das stärker ist als Mondlicht. Also definitiv etwas, das wir haben wollen. Gerade die ganzen Ausdauer-Artefakte sind für uns interessant, damit wir nicht durch die Gegend kriechen. Aber für uns heißt es jetzt erstmal... Das war's mit Snocke. Nein, für uns heißt es jetzt erstmal ab nach Dead City. Gucken, was da so abgeht. Das ist, so wie wir es bis jetzt gehört haben, die Stadt der Söldner. Das heißt, es könnte übel werden, weil bis jetzt haben Söldner nur auf uns geschossen. Aber das muss ja nicht immer passieren. So, dann wollen wir mal mit der Karre hier langfahren. Nein. Wir wollen mit der Karre irgendwo brach liegen. Boah, wie krass die Stärke des Motors einfach ist, wo wir überall mit rüberkommen. So, ich möchte gerne hier lang. Komm, das schaffst du. Boah, fucking Monster. So, wir sind im Norden von Yanta und wollen noch weiter nach Norden. Wir wollen zum Pfad nach Tote Stadt, nach Dead City. Das ist in der Tat eine tote Stadt, wie der Name schon sagt. Ein sehr, sehr schönes Gebiet. Also man merkt, diese ganzen Gebiete hier sind erstens neu. Das sollte ja eben direkt auffallen. Und zweitens, es sind nicht irgendwelche Scheißgebiete, die nicht irgendjemand mal kurz gemappt hat. Es sind wirklich verdammt gut aussehende Gebiete. Also das sind Karten, auf denen ich gerne spiele. So, wir wollen hier lang. Ich befürchte, dass wir hier nach Dead City kommen. Ein kleines Stück Brücke. Das ist ja interessant. Ich sehe nur ein kleines Problem. Der Weg nach Dead City beschränkt sich ein wenig auf ein kleines Rohr. Okay, mir ist jetzt nicht bewusst, ob wir mit diesem kleinen Rohr da durch können. Ich möchte jetzt erstmal noch ein Quicksaverino machen. Oder ist da rechts vielleicht doch noch ein Gang? Ich erkenne das so schlecht. Och, scheiß Quicksaverino. Ist das normal, was er da gerade mit dem Kopf gemacht hat? Gut, es sieht so aus, als könnte man da durchfahren. Vielleicht kann man ja doch einfach hier passieren mit Auto. Das wäre natürlich sehr schön, weil es macht alles unglaublich schnell. Da ist wieder eine Lenin-Statue. Ja, ihr habt mich aufgeklärt, es war Lenin. Und wie gesagt, ich habe einfach kaum geschichtliche Kenntnisse, die außerhalb von Deutschland wandern. Denn aufgrund des deutschen Bildungssystems müssen wir ja, damit weitere deutsche Kriege verhindert werden, in jedem Schuljahr fucking Nazis durchnehmen. Würde ja nicht reichen, wenn wir das einen Monat oder so behandeln müssen. Also, nein, wir müssen ja wissen, wo jedes einzelne Barthaar von Adolf Hitler in seinem Gesicht lag. Stalker, ein falscher Schritt auf dem Gebiet der... ich kann gerade nicht mich aufs Lesen konzentrieren. Die Katzen. Ich werde gleich nochmal durchgucken. So, ich denke, es hat genug. Ich hoffe, es hat genug. Ja, wir schauen nochmal durch. Na, komm schon. Ja, ein falscher Schritt auf dem Gebiet der Söldner. Und du kriegst schnell eine Kugel in deinen Kopf. Erinnere dich daran. Wenn du
Geschäfte mit uns hast, komm rein, aber langsam. Und die Katze ist so schnell unter das Auto gerannt, dass sie gestorben ist. Das ist natürlich eine geile Physik. Na gut, wir wollen zum Hauptquartier der Wächter und der Söldner, meine ich. Und es ist gar nicht das Hauptquartier, glaube ich, gerade so nebenbei bemerkt. Auf jeden Fall möchte ich das Auto hier abstellen bereits. Soll nicht so wirken, als wäre das ein frisch lootbeladenes Auto, wenn die Söldner schon Deals mit den Wissenschaftlern versauen. So, hier sind wir nun. Tote Stadt, eine tote Stadt, wie man sieht, da Lenin. Gehen wir mal hinein, überall sind Söldner übrigens. So, wo sind wir denn hier? Hallo Tresenmann. Halt, Stalker. Was ist dein Anliegen? Ja, Sakharov schickt mich. Hier ist der Pass, den er mir gegeben hat. Gib das mal her. Ja, sieht richtig aus. Du darfst weitergehen. Okay, guten Tag dann. Hey, warte mal eine Sekunde. Habe ich dich nicht schon mal gesehen? Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Wahrscheinlich Déjà-vu auf deiner Seite. Zwischen dir und mir und einer Menge Leute, die alle aussehen wie ich.